Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf JJC Pictures. Und vor einigen Wochen, da ist eben das Vivonex 3S bei mir eingetroffen. Eine Firma, die vielleicht nicht jeder von euch kennt, allerdings zum gleichen Mutterkonzern wie auch OnePlus oder auch Oppo gehört. Und ob das Vivonex 3S wirklich in der gleichen Liga spielt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Das Smartphone wurde mir wie immer freundlicherweise von Trading Shenzhen zur Verfügung gestellt, also vielen lieben Dank dafür. Den Link zum Smartphone findet ihr also unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann lasst doch gerne ein Abo da, denn hier gibt es regelmäßig Videos rund um das Thema Technik. Das Vivonex 3S ist im Grunde fast baugleich mit dem Vivonex 3. Der größte Unterschied besteht im neuen Prozessor, dem Snapdragon 865, der auch eben 5G unterstützt. Und zusätzlich lässt sich das Smartphone dann auch noch mit 44 Watt schnell laden. Ansonsten ist aber so ziemlich alles beim Alten geblieben. Das größte Alleinstellungsmerkmal ist definitiv das 6,89 Zoll große Waterfall-Display. Dieses ist weit über den Rand hinaus gekrümmt und sorgt für ein sehr futuristisches Aussehen, wenn sich da nicht die schlechten Blickwinkel bemerkbar machen. Denn zu den Rändern hin verändert sich die Farbe und Helligkeit des Bildes. Hinzu kommen noch störende Reflexionen, die das Schauen von Videos nicht sonderlich angenehm machen. Ganz ehrlich, vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir, aber bisher habe ich noch kein Smartphone gefunden, bei dem ich die stärker abgerundeten Kanten wirklich gemocht habe. Die beim OnePlus 8 Pro finde ich persönlich auch schon ein bisschen zu stark gekrümmt. Hinzu kommt noch, dass durch die starken Abrundungen die physischen Tasten weggefallen sind. Der Einschalter lässt sich zwar haptisch erfühlen, der Lauter-Leiser-Knopf allerdings nicht. Hier muss man erstmal lernen, die Tasten richtig zu treffen. Generelle Fehlangaben am Rand sind durch die gute Softwareoptimierung aber fast nie vorgekommen. Abgesehen davon ist das Display aber sehr schön anzusehen. Es unterstützt HDR10, hat eine Full HD Plus Auflösung und eine gute Helligkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Lediglich ein 90 Hz Display wäre in dieser Preiskategorie 2020 angebracht gewesen. Des Weiteren hat das Smartphone eine schicke Glasrückseite und ist in einem schimmernden Metalllook gehalten. Insgesamt ist das Gerät auch ordentlich verarbeitet, nur die Frontkamera macht hin und wieder sehr merkwürdige Geräusche beim Aus- und Einfahren. Erfreulicherweise gibt es auch noch einen Kopfhöreranschluss sowie USB-C, um das Gerät zu laden. Dank 44 Watt Quick Charge ist das Nex 3 ruckzuck in etwa einer Stunde vollständig aufgeladen. Mit dem 4500 mAh Akku kommt ihr auch ohne Probleme 1,5 Tage aus. Klanglich hat das Smartphone leider nichts zu bieten, denn der Mono-Lautsprecher ist zwar laut genug, klingt aber nicht sonderlich präsent und der Preisklasse nicht angemessen. Schauen wir uns jetzt aber mal die Kameras an. Auf der Front bekommt ihr eben eine 16 Megapixel f2.1 Kamera. Dazu gibt es noch eine kleine LED, um das Gesicht ein bisschen aufzuhellen. Insgesamt durchaus solide, aber auch nichts Besonderes. Auf der Rückseite gibt es dann noch das klassische Paket aus 64 Megapixel f1.8 Hauptkamera, 13 Megapixel Weitwinkel und 13 Megapixel Telezoom. Die Bilder der Hauptkamera und Weitwinkelkamera sehen bei gutem Licht noch ganz gut aus, wenn auch mit guter Softwareoptimierung hier noch einiges rauszuholen wäre. Hier finde ich die Bilder etwas übersättigt und der Dynamikumfang könnte einen Tick besser sein. Die Telezoom-Kamera hingegen fällt im Kontrastumfang völlig heraus. Warum Vivo hier die einzelnen Kameras nicht besser aufeinander angepasst hat, verstehe ich nicht. Bei wenig Licht hingegen sind die Bilder sehr schnell verrauscht und unscharf. Der Nachtmodus bringt hierbei auch keine wirklichen Verbesserungen. Videos lassen sich mit der Rückkamera in UHD P60 aufzeichnen, stabilisiert allerdings leider nur in 1080p 60 und die HD-Videos, die sehen leider echt ein bisschen sehr nachgeschärft aus. Da bevorzuge ich dann doch den etwas natürlicheren Look der UHD-Aufzeichnung. Auch hier finde ich einfach ein bisschen verschenktes Potenzial, denn auch Stabilisierung in UHD hätte drin sein müssen.
Auf Flaggschiff-Niveau sind hingegen die inneren Werte, denn der Snapdragon 865 gepaart mit 8 GB RAM, schnellem UFS 3.1 Speicher und der Adreno 650 GPU sorgen für ein absolut ruckelfreies Ergebnis. Multitasking oder auch schnelles Scrollen durch Timelines sind gar kein Problem und auch Spiele wie Asphalt 9 oder Mario Run meistert das Smartphone. In Zahlen zeigt sich das in einem Geekbench Single Core Score von 930 Punkten und einem Multicore Score von 3405 Punkten. An der reinen Leistung gibt es also absolut nichts auszusetzen. Hier befindet sich wirklich alles auf High-End-Niveau. Allerdings bin ich mit der Software nicht zufrieden. Beim Vivo Next 3S kommt Android 10 mit Funtouch OS zum Einsatz. Das System lässt sich zwar auf Deutsch stellen, hat hier und da aber vorinstallierte Apps, die halb auf Chinesisch und halb auf Deutsch sind. Und die Bloatware, die ist generell ein Problem und lässt sich nicht komplett deinstallieren. Darüber hinaus muss der Play Store nachinstalliert werden, beziehungsweise kommt bei Trading Shenzhen schon vorinstalliert. Es wird allerdings auch kein Google Pay unterstützt und leider nur Bitwine Level 3, Netflix läuft also nur in SD-Qualität. Und darüber hinaus funktioniert bei mir der Fingerabdrucksensor leider nicht. Im Grunde fällt das Fazit zum Vivo Next 3S für mich ziemlich klar aus. Ich meine, die Hardware, die ist größtenteils top, die Verarbeitung ist gut, ein 90Hz Display sowie gute Stereo-Lautsprecher, die wären auch noch schön gewesen. Darüber hinaus gefällt mir das Waterfall-Display aber nicht wirklich, das ist bestimmt allerdings auch Geschmackssache. Auf der Software-Seite merkt man allerdings, dass das Gerät überhaupt nicht auf den europäischen Markt ausgerichtet ist. Es gibt hier einfach so viele Funktionen, die nicht unterstützt werden und auch bei der Kamera hätte man softwareseitig nochmal einiges herausnehmen können. Dafür, dass das Smartphone dann eben auch nochmal teurer ist als viele vergleichbare Geräte, gibt es für mich keinen Grund, das Vivo Next 3S zu kaufen, es sei denn, man fährt eben auf dieses Waterfall-Display so ab. Und deshalb erhält es von mir eben auch keine Empfehlung. Tja, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mit diesem Video hier weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.